Hey, und willkommen zu meinem Video. Ja, ich bin immer noch leiser, weil, wie gesagt, ich nehme die Videos jetzt an einem Stück auf und ja. Also, mein Onkel. Ich muss sagen, falls ich jetzt losweinen sollte, das liegt an diesen, an, wie gesagt, an den Verstimmungen. Da bin ich eben, wie gesagt, ich bin gerade da diesbezüglich sehr schnell am Losweinen. Ja. Also, so Mitte im November ist mein Onkel verstorben und ich weiß noch, meine Mom saß da, ist hochgekommen vom Arbeiten und allem und im Alltag, saß dann da und saß auf der Couch plötzlich und war kreidebleich und hat dann so gemeint, also als Anfang erstmal, mit meinen Großeltern wäre alles in Ordnung. Und ich muss zugeben, in dem Moment ist dann nicht mehr bei mir so, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, hoffentlich ist bei meinen Großeltern nichts. Und dann hat sie gemeint, ja, also mein Onkel sei verstorben. Und dann muss ich zugeben, war es für mich, also ich erzähle euch jetzt mal so ein bisschen was über, wie es bei mir mit der Trauer war, weil ich glaube, das könnte vielleicht auch anderen helfen. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, aber lasst uns einfach mal drüber reden, weil es ist so ein blödes Thema, aber es ist ein Thema, das man auch nicht ignorieren kann, weil es nun mal wirklich ein Teil des Lebenszyklus ist. Menschen werden geboren, Menschen sterben, aber das macht es nicht einfacher. Ja, auf jeden Fall hat meine Mama mir das dann so erzählt und ich war dann, wie gesagt, erstmal so gedanklich erleichtert, zwar nicht, ist es nicht Opa und Oma, puh, das freut mich. Dann habe ich eben weiter so, hat meine Mutter weiter geredet. Ich weiß gar nicht, was sie mir eigentlich erzählt hat. Ich muss zugeben, da ist bei mir nicht viel angekommen. Und ja, und dann eben hat meine Mama mir gesagt, dass meine Großmutter es auch schon wüsste, es war ihr Bruder. Und dass sie gerade nach Hause gefahren ist. Und dann war ich erst mal so, oh Gott, hoffentlich passiert da jetzt meiner Großmutter unterwegs nichts. Und ja, und dann hat meine Mom eben bei meiner Oma angerufen und dann haben die geredet. Und meine Mutter ist dann auch in Tränen ausgebrochen. Und ich habe nichts gefühlt. Ich muss sagen, wie es ist. Ich habe irgendwie gar nichts gefühlt. Es war nichts. Es war wie so ein, wie das große Nichts. Es war jetzt nicht so, dass ich den Onkel nicht gemocht hätte. Also das, oder das, als ich ihm nicht nahe stand, im Gegenteil, das war noch einer meiner allerliebsten Onkel. Und trotzdem habe ich einfach nichts fühlen können in dem Moment. Und wenn man mich fragt, ich glaube, in dem Moment hat so ein bisschen schon, hat diese Abwärtsspirale, in der ich jetzt gerade drin stecken geblieben bin, angefangen. Ja. Gut. Dann sind ein paar Tage vergangen und dann hat sein Sohn angerufen und gefragt, ob es irgendwelche Erinnerungsstücke gibt, die wir gerne haben würden und ob es irgendwas gibt, was, wenn er es findet oder ob es da irgendwie was ist, was wir brauchen würden. Und dann habe ich eben gesagt, also ich bin an Elektronik interessiert, kein Geheimnis. Aber was mir auch wichtig wäre, und das war tatsächlich so ein Ding, wo ich auch sagen muss, es hat gefühlsebenmäßig was zu tun, falls mein Onkel ein Buch hätte von Momo. Das ist eine Geschichte über ein kleines Mädchen und als ich ein Kind war, hat mich mein Onkel immer Momo genannt. Und deswegen fand ich es irgendwie einen schönen Gedanken, falls es das Buch bei ihm in der Sammlung gibt, es zu haben von ihm, weil er mich eben immer Momo genannt hat. Ja, und dann, ja, aber ich weiß noch nicht, ob es das Buch jetzt gibt oder wie das jetzt alles ist. Also ist alles noch in der Schwebe. Ja, dann ging es weiter und mein Onkel hatte eben so er ist ins Krankenhaus gekommen und für eine kleine Untersuchung und ist während der Untersuchung verstorben. Und deswegen war noch nicht mal, wusste man noch nicht mal so richtig, woran er jetzt gestorben ist. Und dann musste autopsiert werden und alles. Und bis das alles dann geklärt war und so weiter, hat es auch noch gedauert. Und meine Mom und meine Großmutter waren beide total aufgewühlt und haben viel geweint. Und ich bin mir ehrlich gesagt vorgekommen, als ob was mit mir nicht stimmt.
als ob ich kaputt wäre. Ich muss zugeben, es war so das erste Mal seit ein paar Jahren, weil durch Corona habe ich nicht so viel Kontakt zu Menschen ab gerade, aber es war seit langem das erste Mal wieder, dass ich mich richtig kaputt und nicht mehr, als ob ich nicht ganz heile, normal wäre, gefühlt habe. Weil jeder konnte weinen, jeder war traurig, jeder war irgendwie so, ja, für jeden war es so ein furchtbares Ding oder und ich konnte nichts fühlen, gar nichts. Und da bin ich mir total, ja, bescheuert auch vorgekommen. Ja, und mein Papa, der ist ja Druckersetzer und macht auch unter anderem Sterbekarten. Da hat er die für meinen Onkel die Sterbeanzeige gemacht, die übrigens auch sehr schön geworden ist. Ja, und dann auf dem Bildschirm habe ich das erste Mal dieses Bild gesehen und diese Sterbeanzeige. Und in dem Moment war es wie so ein, er ist wirklich tot. Und es war so wirklich so dieses, das, ich weiß nicht, irgendwie. Anscheinend ist es davor nie in meinem Kopf angekommen. Und dann war ich auch wirklich so ein Moment, wo ich dann gedacht habe, wow, und auch ein bisschen traurig war. Ja, und dann war es aber auch wieder vorbei. Ja, toll. Jetzt fange ich wieder an zu heulen und jeder denkt deswegen, aber es ist nicht deswegen. Oh, ja. Ich sehe furchtbar aus. Ich sehe echt blass aus. Meine Güte. Aber mit der Wand verschmilzt. Ja. Gut, dann, nachdem die Karte fertig war und alles, wurde die Anzeige dann auch abgedruckt und ja. Ja, ich überlege gerade, wo der nächste Meilenstein dann für mich so war. Ja, und dann kam tatsächlich Weihnachten. Es ist total. Meine Familie hat Weihnachten trotzdem gefeiert. Obwohl wir eigentlich eher so, ich habe es zu meiner Oma gesagt, das ist dieses Jahr kein Weihnachtsfeiern, sondern wir sind einfach nur ein nettes Beieinandersein von Menschen, die sich gern haben. Ist ein bisschen schwierig gerade. Meine Mutter und ich hatten vor Weihnachten dann noch einen riesen Streit, also war auch nicht unbedingt. Ich habe sogar dieses Jahr überlegt, ob ich an Weihnachten gar nicht teilhaben möchte. Und im Nachgang, wenn ich heute drüber nachdenke, wäre es, glaube ich, auch klüger gewesen. Ich hätte nicht dran teilgenommen, aber gut. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass wir an Weihnachten, ich weiß, es klingt jetzt komisch, aber ich habe den ganzen Weihnachtstag, also die ganze Zeit darauf gewartet, dass meine Großmutter sagt, der Onkel und mein Onkel ist am Telefon und ruft an und sagt, eigentlich ist ja der Großonkel, weil es der Bruder von meiner Oma ist, aber bei uns ist alles Onkel, Tante. Also da ist so ein bisschen, auf jeden Fall habe ich immer darauf gewartet, dass jetzt der Anruf kommt und er uns frohe Weihnachten wünscht und alles und so weiter. Und dann kam der Anruf nicht. Und das war irgendwie voll komisch. Also es war so richtig schräg. Das war, ja, ich habe irgendwie bis, ich bin wirklich. Ich habe mich erwischt, wie ich dann um 4 Uhr nachts am Telefon vorbeigelaufen bin und nochmal die Anrufliste überprüft habe, ob er jetzt wirklich nicht angerufen hat. Auch wenn mir im Bewusstsein in dem Moment so der Gedanke war, er ist ja verstorben, also er kann nicht anrufen, aber vielleicht hat er ja doch angerufen und das war irgendwie total schräg. Ja, also so, wenn man es sich so überlegt, das ist wirklich, ja, und und dann war es eine Beerdigung und meine Mutter hat an dem Tag hat dann auch so Sachen, also wir konnten ja nicht hinfahren, weil und wegen Corona und alles und konnten teilhaben und deswegen hat meine Mutter, als es dann so war, ein Lied angehört, das auf der Beerdigung gespielt wurde, war auch sehr emotional. Und ich habe immer noch nichts gefühlt. Also ich warte irgendwie immer drauf, dass da noch was kommt. Dass da jetzt irgendwie noch so ein Trauern kommt. Aber irgendwie passiert nichts. Naja, zu meinem Ding muss ich sagen, die anderen zwei Geschwister von meiner Großmutter, da habe ich auch nicht trauern können. Also ist jetzt nicht das erste Mal, aber es fühlt sich einfach komisch an, weil ich gedacht habe, weil er mir näher steht, dass da irgendwie dann vielleicht mehr passieren würde. Aber was es tatsächlich in mir ausgelöst hat, ist eine
totale Angst davor, dass ja jetzt jeder in meinem Umfeld sterben könnte. Es ist total schräg. Ich hab auch so irgendwie an dem Tag, als meine Mutter das erzählt hatte, waren sie und ich einkaufen davor. Und als ich auf dem Weg zum, also auf dem Weg zum Einkaufen war, saß auf dem Dach vom Nachbarn zwei fette Raben. Und irgendwie war ich dann die letzten Tage auch ein bisschen so nervös, wenn ich Raben gesehen habe, weil ich dann immer gedacht habe, weiß man's? Ja. Ich glaube, also meine Mutter sagt, jeder geht mit Trauer anders um und eigentlich kann ich froh sein, dass ich nicht so erschüttert und traurig bin wie der Rest der Familie, aber es fühlt sich auch komisch an, wenn du der Einzige bist, so gefühlt, der nichts fühlt. Und dann, ja, dann fühle ich mich, ja, fühlen klingt irgendwie immer so blöd, aber es kommt mir dann so vor, als ob mir dann was entgeht, etwas, was wichtig wäre. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll, aber das ist so dieses, das, was dann da so in mir dann sich abspielt. So dieser Gedanke, in mir fehlt was, weil ich es nicht fühlen kann. Und ja. Ja, mehr kann ich euch da irgendwie gar nicht dazu erzählen, weil bis jetzt hat sich nichts Neues getan und jetzt seid ihr auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Stand Januar. Ja, und ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie das bei euch ist, wenn bei euch Verwandte dann plötzlich, wie mir schwindlig, nicht mehr da sind. Oder ja, oder ob es bei Haus, wie es bei Haustieren und so ist. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.richtmeier@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Tschüss.